Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Wir haben immer noch den 15.06.2020. In der letzten Folge haben wir im Zahlsystem die Patrouille Blockadenstürmer gemacht und uns anschließend Velayas Schiffsbrücke angeschaut. Deswegen bin ich jetzt auch noch hier, weil ich gedacht habe, das wäre auch mal ein schönes Szene, um ein Video zu starten. Und jetzt machen wir die nächste Patrouille-Mission. Und zwar, was ich auch noch nicht gefilmt habe, ist verlockende Ziele im Kinbar-System. Unterstützen Sie die Delta-Allianz, indem Sie der Hierarchie helfen, eine sichere Handelszone zu errichten. Das kann ich offenbar von der Brücke aus nicht starten. Deswegen muss ich das Schiffsinnere jetzt leider verlassen. Schade, wäre auch mal eine schöne Möglichkeit, eine was? Moment. Muss ich dazu echt aufstehen jetzt? Ja, tatsächlich. Merkwürdig, aber egal, nicht weiter drüber nachdenken. Jo, das ist übrigens ein Hinweis auf die aktuellen Ereignisse hier. Fällt mir gerade ein, ich habe gestern das Ereignis gar nicht gespielt. Verdammte Axt, das mache ich jetzt dann gleich im Anschluss, sonst vergesse ich es heute wieder. Gut. Dann, Patrouille, wie gesagt. Verlockende Ziele. Start. Wir verwenden nochmal dasselbe Schiff, weil ich bin der Meinung, ich habe in der letzten Folge ja eine Hangarschiff-Konsole vorgestellt, die Hangarschiffe verbessert und eine Schwärmer-Matrix als verwendbare Fähigkeit mitbringt. Und die Hangarschiffe werden dadurch 30% verbessert. Außerdem hat das Schiff assimilierte Strahlenwaffen, und diese assimilierten Strahlenwaffen, also Borg-Waffen im Prinzip, die haben die Eigenschaft, haben eine Chance darauf, die Hülle des Schiffs zu heilen, also des eigenen Schiffs. Und das glaube ich. Have reported a high incidence of raiders and piracy here. Their vessels are under Voth protection. Any acts of aggression toward them will be dealt with harshly. Okay. Die Touré hier haben viele Vorfälle von Raidern und Piraten gemeldet. Ihre Schiffe stehen unter dem Schutz der Vought. Jegliche Aggression gegenüber ihnen wird Konsequenzen haben. Schwerwiegende. Hey, wir suchen keinen Streit mit den Touré. Good. Be advised that there are Touré fighters inbound for trade relations with the hierarchy. Our escort vessels will be matching your position soon. Interference with Touré commerce will not be tolerated. Gut, achten Sie auf eintreffende Touré-Frachter, die mit der Hierarchie handeln möchten. Unsere Begleitschiffe werden ihre Position bald erreichen. Einmischung in den Handel der Touré wird nicht toleriert. Was will die Hierarchie hier? Ah, let me step in and answer that. Director Flynn, Economic Projects Management. The system is a hub for profitable trade with many partners. Unfortunately, profit attracts criminals. Security measures are being enacted to restore law and order to the system. Until those go into effect, the hierarchy is grateful for your assistance with those, concerns. Ah, lassen Sie mich das beantworten. Der hat uns belauscht, ja, das ist typisch für die Hierarchie, ne? Director Flynn, Economic Project Management. Dieses System ist Ausgangspunkt für ertragreiche Handelsgeschäfte mit vielen Partnern. Leider zieht Profit auch Kriminelle an. Es wurden Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, um Recht und Ordnung im System zu bewahren. Bis diese in Kraft treten, ist die Hierarchie dankbar für ihre Hilfe in diesem, Anliegen. We have several trading partners, including the Talaxians, the Hazari, and the Touré. Some of them have signed contracts with independent security providers, such as the Voth. A wise choice, perhaps, if not a costly one. Wir haben mehrere Handelspartner, zum Beispiel die Talaxianer, die Hazari und die Touré. Einige von ihnen haben Verträge mit unabhängigen Sicherheitsdiensten wie den Vought abgeschlossen. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, wenn auch eine teure. Welche Art von Übereinkommen gibt es zwischen den Vought und den Touré? We have a strategic arrangement with the Touré. They are a protectorate of the Voth. They have requested our aid in this system, and they will have it. Wir haben eine strategische Vereinbarung mit den Touré. Sie stehen unter dem Schutz der Vought. Sie haben unsere Hilfe in dem System angefordert und wir werden sie ihnen gewähren. Das haben wir schon gefragt, es dreht sich sonst im Kreis. Wir unterstützen die Delta-Allianz und werden bei der Abwehr von Raidern und Piraten helfen.
Ich starte schon mal die Schiffchen. Ich habe so das Gefühl, wir werden sie brauchen. Gut, was soll ich machen zum ersten Konvoi fliegen? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich nicht willkommen bin? Muss wohl am Tonfall liegen, irgendwie. Gut, wir passen uns der Geschwindigkeit an. Was ist denn die Gesamtsituation? Schwer zu sagen, jedenfalls. I see the prey has found some friends. An unfortunate situation, to be sure. I have no choice but to add new targets to the hunt. Schön, dass sie nicht gleich losfeuern und mir Zeit lassen zum Vorlesen. Wie ich sehe, hat die Beute ein paar Freunde gefunden. Eine wahrlich unglückliche Situation. Ich habe keine andere Wahl, als der Jagd neue Ziele hinzuzufügen. Es ist nichts Persönliches. Beute. Damit sind wir gemeint. Sie machen hier einen Fehler, Captain. Und Feuer! Schauen wir mal, wer hier Beute ist. Ich mache mal eben die Schilde von denen runter. Also ich scheine. Und schon wirken meine Torpedos viel, viel besser. Übrigens eine wirksame Strategie. Erst die Schilde runterbrezeln, wenn ihr könnt. Und dann Torpedos schicken. Oder Raketen. Und da waren jetzt für einen kleinen Moment diese Schwärmer zu sehen. Aber man muss genau hinschauen. Kleine schwarze Punkte. Drohnenschwarm einsetzen. Man muss genau hinschauen. Falls ihr die eine Neuverfilmung aus der Kelvin-Zeitlinie gesehen habt mit dem neuen Captain Kirk, da wo sie diese eine Stadt im Weltraum zeigen, die wird doch von einem schwarzen Dreadnought, der eigentlich so ausschaut wie so ein Enterprise-Dings, nur halt viel, viel größer, schwarz und bedrohlich. Also, das ist... Ja, ich kann es euch jetzt leider nicht... Schaut aus wie die Enterprise und ist schwarz und sehr groß. Der setzt solche Drohnen ein. Also der setzt Schwärme von solchen Drohnen ein und... ja, die Mannschaft von Kirk findet später einen Weg, die Drohnen mit... mit Heavy Metal... ja, zu manipulieren. Mit Heavy Metal Musik, ja, weil sie offenbar auf... ja, wie soll ich sagen, Schallwellen kann man nicht sagen, auf Wellen, auf Funkwellen oder wie auch immer reagieren. Und das sind solche Drohnen, weil das ist aus einer Kelvin-Verschlusskiste, diese Erweiterung dieser Konsole. Gut, dann Feuer frei. Und achtet nochmal auf meine Hülle. Die ist erstaunlich stabil, was an den assimilierten Lasern liegt, die ich verbaut habe. Habe ich in der letzten Folge vorgestellt, werde ich jetzt nicht nochmal tun. Wenn ihr euch das genauer anschauen wollt, schaut euch die letzte Folge an und pausiert dann mal. Zu Beginn der Folge stelle ich diese Technik vor, die ich hier gerade einsetze. Und nochmal die Schilde runterbrezeln. Das sind die schwarzen Zahlen, die ihr hier seht. Das ist Schildschaden. Also die Schilde haben die Eigenschaft, die Wirksamkeit von Projektilwaffen, zum Beispiel Torpedos und Raketen, enorm abzuschwächen. Also wenn ich die Torpedos einsetzen will, zielführend einsetzen will, sollte ich vorher die Schilde des Ziels schwächen. Nur so zur Info, dass ihr wisst, warum ich das tue. Time to get underway. Initiating transport now. Gut, in Ordnung, Zeit zu gehen. Wir beginnen jetzt den Transport. Okay. Verbindlichen Dank für die Eskortieren. Gut. Sie sind also recht zufrieden. Und wir werden von einem Wotschiff begleitet, sehe ich gerade. Fällt mir jetzt erst auf. Ich war bisher zu beschäftigt, um auf sowas zu achten. Speaking for myself and all of my crew, I'd like to say that we appreciate the escort. Ich spreche für mich und meine gesamte Crew. Vielen Dank für die Eskorte. Ja, gern geschehen. Und das, was ihr hier seht, das sind meine Suliban-Hangarschiffe. Was da so schwärmt, falls es unklar ist. Ich meine ja nur. Ich tue mal
eins genauer zeigen. Das ist so ein Suliban-Zellenschiff. So, Schilde im Umkreis von 5 Kilometern schwächen. Und Feuer. Dann Enter-Kommando losschicken. Dann Debuffs auf das Schiff legen. Mein Schiff mit Hüllen polarisieren. Also die Angreifer können einem fast leid tun. Sie hätten Velaya besser nicht begegnen sollen. Was ist denn das hier eigentlich Lustiges? Es sieht nach einer Raumstation aus, ne? Da werden wohl die Verhandlungen stattfinden. Und das... Reading another group of raiders inbound to the trade facility. Ready to intercept. Und da sind wir gesund und munter. Wir werden jetzt ausladen. Eine andere Gruppe hat Kurs auf den Handelsposten gesetzt. Ah, ein Handelsposten ist das. Jetzt wissen wir es ganz genau, was es ist. Die sind zu weit weg für den Einsatz dieses Skills. Ich muss auf 5 Kilometer ran. Sonst verpufft die Wirkung. Jetzt. Und das schwächt die Schilde. Enter-Kommando losschicken. Meine Hülle polarisieren. Also das ist... ja... Verteidigung. Also eine Art Schutzschild. Dann... Durchbuffen und wenden. Habt ihr das eben gesehen? Die Wirkung von den Torpedos wurde jetzt fast geschluckt von den Schilden des Gegners. Da hatten wir es jetzt mal sehen können. Wenn ihr einen kurzen Moment zurückspult, könnt ihr es nochmal beobachten. Die Torpedos haben dem Schiff kaum geschadet. Hoppla. Jetzt habe ich es weggeklickt. Sorry. Moment, nicht jetzt. Vielleicht kann ich den Dialog nochmal holen. Irgendwas mit exzellent wollte er wohl sagen. Also ich nehme nochmal Delta-Marken. Und ja, ein neues Paket kriegen wir nicht. Ist schließlich die zweite Patrouille-Mission. Dieses Bonuspaket kriegt man nur einmal am Tag. Gut. Ich würde jetzt gerne... Das steht jetzt natürlich nicht da, ne? Mit dem taktischen Offizier sprechen. Das ist Armakuni. Wir erhalten eine Nachricht, also der dient auch auf Velayas Schiff als Brückenoffizier, ne? Aus dem Kinbar-System. Anscheinend haben sich die Dinge beruhigt. Wir können aufbrechen, wenn sie bereit sind. Gut, ich werde jetzt die Folge kurz halten. Das war jetzt mal eine 15-Minuten-Folge. Ist halt eine Patrouille und ja, ich werde jetzt da keine zweite Patrouille reinpressen. Dann ist das halt mal eine 15-Minuten-Folge. Genau, dann mache ich hier an der Stelle mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Obwohl, mir fällt noch was ein. Wir können Kobayashi Maru zusammen machen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ne? Weil das wollte ich eigentlich nicht extra verfilmen. Aber wir können es mal zusammen machen. Hier heißt Kobayashi Maru Boden. Das ist falsch, ja. Das ist eine Raummission, das ist die Bodenmission. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Ja. Dann habt ihr das Event auch einmal gesehen. Und genau, da langt mir eine 15-Minuten-Folge. Wir kriegen jetzt also ein zufälliges Team zugewiesen. 4 Leute, fünf. Und haben jetzt eine aussichtslose Situation vor uns. Ihr könnt euch ja mal reinlesen. Im Internet gibt es mit Sicherheit viele Informationen über den Kobayashi Maru-Test, den Kirk durch Schummeln gewonnen hat. Captain Kirk, ja. Durch Umprogrammieren des Szenarios. Und wir machen jetzt diesen Test. Also, ja. Wir werden also vor eine Übermacht gestellt und wir wissen im Vorher schon, dass wir da nicht wirklich gewinnen können. Wir sollen die Kobayashi Maru beschützen. Darum geht's, ja. Wird uns aber nicht ewig gelingen. Das wird eine Zeit lang gelingen, aber nicht dauerhaft. Welcome to the Gamma Hydra Training Facility. Today, you'll be running through a modified version of a legendary Starfleet training scenario, the Kobayashi Maru.
Willkommen im Gamma Hydra Trainingsgelände. Heute werden Sie eine modifizierte Version des legendären Trainingsszenarios der Sternenflotte durchlaufen, die Kobayashi Maru. In this exercise, you must protect the Kobayashi Maru as long as possible. You'll want to keep your teammates alive as well. The conflict will get harder as you progress, thanks to local hazards and attacks from enemy vessels. In dieser Übung müssen Sie die Kobayashi Maru. 19 periods out of Altair 6. We have struck a gravitic mine and have lost all power. Our hull is penetrated and we have sustained many casualties. Das lest ihr bitte selber, sonst komme ich nicht nach. Sie sollen auch das Überleben ihrer Teammitglieder im Auge behalten. Der Konflikt wird aufgrund lokaler Gefahren und Angriffen von Feinden immer schwerer, je weiter sie voranschreiten. Wir nehmen uns die Zeit. The scenario will be modified by a number of hazards and affixes. Hazards are environmental difficulties to be overcome during play. Affixes are buffs and debuffs that can be placed on player ships, enemy ships or every ship in the scenario. Gut, das lest ihr bitte selber, sonst verliere ich zu viel Zeit. Increases your speed and turn rate. A weapon recharge affix will double the power cost of your weapons, but they'll recharge in half the time. With the system's offline bomb affix, a player will be targeted by a bomb. Anyone caught in the explosion will lose a random subsystem for a while. The player targeted by the bomb is unaffected. The volatile core breach affix causes the destruction of enemy ships to damage all players over time. Gut, also wie gesagt, bitte bei Interesse selber Pause-Taste drücken und die Texte durchlesen. Heads up! Another wave is coming your way. Welle 1 haben wir schon mal verpasst, ja? Aber gut, hilft nichts. Die Zeit musste ich mir nehmen, um die... Ach, du liebe Planetenkiller, natürlich, was auch sonst. Also die Gegner werden... So wie ich den Anschein habe, einigermaßen zufällig ausgewählt. Aber der Planetenkiller ist eigentlich fast immer dabei. Also nicht immer, aber fast immer wohl, sage ich jetzt mal. Weil ich nicht genau weiß, ob er jetzt immer dabei ist, aber... So, wir setzen den Schwarm ein, den Drohnenschwarm, den erwähnten. Buffen uns durch. Und hier habe ich die Kobayashi Maru gepinnt, damit wir den Gesundheitsstatus sehen. Wenn ich sie jetzt mal finde, heile ich sie mal ein bisschen. Da ist er ja auch schon. Schilder ausweiten, Schilder heilen, Hülle heilen und nochmal Hülle heilen. Wie ihr seht, bringt nicht viel. Es wird also... Welle 3, ne? Also ihr habt hier so Counter. Ich kümmere mich jetzt mal um das da. Was ist denn... Also, Romulaner-Schiffe, Republik. Ich habe so meine Zweifel, dass die Republik wirklich einen Angriff auf die Föderation starten würden. Aber gut, ist nur eine Simulation, was wir hier machen. Ihr seht, keine Probleme mit der Hülle, obwohl meine rechten Schilde schon mal versagt hatten. Aber sie waren sofort wieder da. Das liegt an Velayas Skillung zum Teil und an der eingesetzten Technik. Das ist übrigens, so schaut das aus, wenn ein Romulaner-Schiff implodiert. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, sie haben einen Singularitätskern. Deswegen explodieren die nicht, sondern sie implodieren, so wie ihr das hier auch nochmal seht. Get ready for another wave. Welle 4, gut. Die Schilde versagen, wir feuern weiter und wir heilen uns mit unseren Lasern gerade weiter hoch, sonst wäre das schon viel, viel kritischer der Zustand. Wir tun mal die Schilde des Gegners schwächen. So, das haben wir ja auch schon gesehen. Okay, ihr seht schon 11%, das heilen wir nicht mehr hoch.
da müssten wir schon alle zusammen ständig am Heilen sein. Wird aber nicht gemacht. Ich habe das schon mal krampfhaft versucht. Da müssten echte Mitspieler mithelfen. Und, naja, die wollen halt einfach nur das Ereignis einmal am Tag hinter sich bringen, um den Ereignispunkt zu kriegen. Die sind nicht daran interessiert, dass möglichst erfolgreich abzuschließen. Die wollen es halt einfach hinter sich bringen. Und ich alleine schaff's nicht, die Kobayashi Maru am Leben zu halten. Das ist. Da müssten wirklich alle zusammenhalten. Und auch dann ist es ein Limit. Es ist ein aussichtsloses Szenario, ja. Irgendwann ist die Kobayashi Maru platt. Ist so. Man könnte halt schauen, wie viele Runden man schafft, ne? 7 Runden war das Beste, was ich bisher hatte. Versuche ich nochmal, die zu heilen. Vielleicht reicht es nochmal für eine Runde, wenn sie wenigstens 1% hat. Vielleicht schafft man noch eine 5. Runde. Dadurch. Ja, oh, ich glaube, das hat funktioniert. Ich bin mir aber nicht sicher. Das ist eine von diesen Affixen, von denen sie gesprochen hat, wo ich gesagt habe, wir müssen mit der Pause-Taste lesen vorhin. Schwarm einsetzen. Dann debuffen, Schilde runterbrezeln. Und dann kümmere ich mich nochmal um die Kobayashi Maru. Vielleicht bringt es da noch was. Dass wir noch eine Runde rausschlagen können. Ne, ist auf 0. Deswegen habe ich die gepinnt, dass ich das im Auge halten kann. Okay, sobald sie wieder geht, heile ich. So. 1%, aber. Da, schon wieder 0. Es ist also, wie gesagt, ein aussichtsloses Szenario. So, vielleicht kriege ich noch mal ein Prozentchen hin. It's not over yet. Enemy assault incoming. Survive the onslaught. Ha, Runde 6. Gerade noch 1% drauf gekriegt. Also ich bin mir nicht sicher, ob das der Grund ist, ja? Bin ich mir nicht sicher. Aber es könnte sein, das werde ich auf jeden Fall mal beobachten. Ja, ja, die Bohren haben wir auch noch. Oh, jetzt habe ich nicht auf meine Gesundheit geachtet. Das muss ich mir in der Videoaufnahme nochmal angucken. Jetzt habe ich nicht auf mich geachtet. Und die anderen sind auch alle platt. Ja, sag mal, was ist denn da passiert? Ja, ja, hab schon verstanden. Schon recht. Ich hab's begriffen beim ersten Mal schon. Okay. Also ihr seht, aussichtslos gerade. Eieieiei. Heilandsblechle. Also wie ist... Was? Echt? Nee. Ich dachte schon, wir haben noch eine Runde, aber nee, ihr seht, ist es aus. Uiuiui. Und ich nehme nochmal Delta, das braucht sie am dringendsten. Ja, aber schön, dass ich es auch mal gefilmt habe. Alright, everyone. This simulation is over. Here are your results. Ja, Runden abgeschlossen 6, Gesamtpunktzahl 35. Also so schlecht war es ja nicht, obwohl es bei Runde 4 schon ausgeschaut hat, als wär's das, ne? Kann man zufrieden sein mit dem Ergebnis. Kobayashi Maru, 0%. Hehehe. Komm, ich halte dich mal hoch, jetzt hat sie wieder 1%. Völliger Blödsinn, was ich da gerade mache, aber ich mach's trotzdem. So, verlassen. Gut. Dann habe ich die Folge, glaube ich, trotzdem gut ausgenutzt. Wir könnten uns eine Sache können wir noch machen, nämlich das ist endlich habe die Wahl zwischen der Bodenmission Arena von Sompek, das ist ein Arena-Kampf, das ist eigentlich auch wie Kobayashi Maru aussichtslos. Es geht darum, möglichst viele Runden durchzuhalten.
Und ich bin mir nicht sicher. Es gibt eine Version von dieser Arena von Sompec. Da sind es nur 7 Runden. Aber ich habe auch schon mal einen Durchgang gemacht. Da haben wir, glaube ich, 34 Runden zusammengekriegt. Also ich weiß aber nicht, ob das immer so ist oder ob das eventabhängige Spielregelabweichungen sind. Das kann ich euch jetzt nicht beantworten. So, ich brauche noch 8 Mal muss ich das noch machen. Entweder das oder das. Und dann bekomme ich... habe ich den Anspruch auf diese Belohnung. Ich lese es nicht vor, das will vielleicht auch gar nicht jeder wissen. Per Pausetaste könnt ihr das selber lesen. Und das ist die Belohnung für... wir haben jetzt Juni 2020, ne? Und man könnte also ein Admiralitätsschiff bekommen. Bei Interesse selber durchlesen. Ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.